letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war ja so groß. Hallo, Onkel Mal. Willkommen in deinem Sommersonnenferienlager, Kevin. Wow, die Tortens ist ja total irre. Bitte lächeln. Meine Homies werden ausflippen, wenn sie das sehen. Hi, ich bin Kevin und ich stehe auf euch. Aber Kevin, das sind doch Banditen. Hast du sie nicht mehr alle, Onkel? Sie nehmen es den Reichen und geben es den Armen. Sie sind die Guten der Schlechten. Tatsächlich? Wir sind die Guten der Schlechten? Wie ihr gesehen habt, bin ich das Idol dieses Teenagers. Das bedeutet, ich kann alles von ihm kriegen, was ich will. Wer ist er? Er ist kein Flugzeug, er ist kein Raumschiff, er ist der gute Super-Affel! Oh, der Kuckuckute der Schlechten. Und wer hat die Bank ausgeraubt? Billy the Kid. Ich sehe ihm fest in die Augen und sage, einer der Guten der Schlechten ist zu viel in dieser Bank. Mann, wäre das cool, wenn ich so wäre wie du. Oh, das wäre schon möglich, wenn wir hier nicht eingesperrt wären, wenn wir doch nur einen Komplizen hätten. Einen Komplizen, der deinem Onkel die Schlüssel stehlen würde. Super, Evelyn! Einen Komplizen mit langen Haaren und dem Namen Super. Kevin! Hey, wie wär's mit mir? Ich krieg das bestimmt hin. Ich würde gern ein Telegramm abschicken zu Mom. Sehr schön, dass du an deine Mami denkst, mein Großer. Wenn du fertig bist, schließ die Tür. Okay, ciao. Wir schicken dir eine Postkarte. Aber du hast gesagt, ich kann mitkommen. Na klar, hätte ich fast vergessen. Für den Notfall gibt er eine gute Geisel ab. Los, gib Gummi! Was denn für ein Gummi? Alarm! Die Dortens versuchen abzuhauen! Oh, sie haben meinen Kevin gekidnappt! Keine Sorge! Super Averill, der Retter, ist da! Der ist doch verrückt! Das war voll krass, ja. $200, $250, $300, $350. Nicht schlecht für den ersten Tag, was, Kleiner? Ja, und jetzt mal ohne, dass du die Hände benutzt. Füße hoch, das ist ein Banküberfall. Na, Kleiner, jetzt zufrieden, oder was? Das war okay, aber schaffst du es auch, einen Zug auf einem Bein zu überfallen? Super, vielleicht schafft er es ja. Kleiner, sind wir nun verrückt genug, oder was? Klar, aber das war noch gar nichts. Der raubt mir noch den letzten Nerv. Mein Dad hat einen super geschützten Transporter, ein gepanzerter Wagen mit 15 Wachen, so verrückt seid selbst ihr nicht, dass ihr den angreift. Was, der popelige Wagen? Neueste Technik. Mein Dad sagt immer, Diskretion ist besser als Protektion. Aber wenn ihr Angst davor habt, ihn zu überfallen, tja. Wir haben keine Angst. Wir überfallen diese super diskrete, popelige Kutsche von deinem Dad. Pass mal auf. Hey, Hände hoch. Hopp, 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 hopp,
Nicht zu fassen, er hat uns schon zum zweiten Mal gerettet. Da ist er, total abgefahren. Das ist die Erstausgabe von Clint, der wachsame Cowboy, original verpackt. Den Comic durfte ich nie anfassen. Das ist ein Schatz. Langweilig. Viel zu viele Seiten. Ohne die Originalverpackung ist es wertlos. Ich bin total enttäuscht von dir, du Loser. Ich muss dir wohl ein paar Manieren beibringen. Und wie willst du das anstellen, du dünnes Würstchen? Ja! Das dünne Würstchen ist ganz schön stark. Kevin Peabody, hiermit erhältst du die Ehrenmedaille unseres Gefängnisses. Danke, dass du die Daltons wieder zurück in ihre Zelle gebracht hast. Gern geschehen, Onkel. Nur zu schade, dass wir dieses Comicbuch nicht finden konnten. Die Geschichte ergibt überhaupt keinen Sinn. Seit wann beschützen denn die Wachsamen die Banken? Wahrsageknochen. Danke, dass Sie bei unserem Verkaufsbazar mitmachen. Traumfänger. Der Spiegel der Wahrheit. Ah, ein Albtraum. Ganz meiner Meinung. Das Ding ist so schwer wie hässlich. Pass schön auf den Stein auf, Joe. Vorsichtig, nach links. Halt. Holt mich sofort hier raus! Wo steckst du denn, Joe? Ein Regenstab. Und zu guter Letzt. Na. Oh, nein. Das ist zu gefährlich. Fabelhafter Falke. Was ist das? Alles in Ordnung? Die Tortenbrüder sind verschwunden. Was ist das? Das sieht aus wie eine Uhr. Aber mit einer Perücke. Kann man nicht mal in Ruhe ein Nickerchen machen in diesem Gefängnis? Jack, wirf das weg. Schnappen wir uns diesen blöden Totempfahl und versuchen damit abzuhauen. Ach, ein Albtraum. Ganz meiner Meinung. Hä? Die Uhr geht falsch. Es ist Punkt 12. Wer sind diese Jungs? Na bitte, jetzt geht's hier richtig. Irgendwas stimmt hier nicht. Na endlich wird dieser Traum hier ein bisschen interessant. Warte, wir haben schon Kuchen gegessen, also muss es später Nachmittag sein. Joe, wer sind diese Jungs? Juhu! Ich glaube, ich weiß, was hier läuft. Es ist 16:30 Uhr. Ich glaube, mein Traum wird zu einem Albtraum. Gib mir das Ding, du Rindvieh. Kapiert ihr das nicht? Mit dem Teil reisen wir durch die Zeit. Aber Joe, Zeitreisen sind doch unmöglich. Wo ist denn das Gefängnis hin? Was war das? Wer war denn das? Ah, Joe, davon! Diese Uhr macht für uns ein Loch in die Zeit. Damit werden wir nie wieder irgendwo eingesperrt sein. Genial, Joe. Kein Gefängnis mehr. aber wie wollen wir aus dem Gefängnis ausbrechen, wenn gar keins da ist? Totenbrüder, ihr seid festgenommen. Ergebt euch. Ihr seid umstellt. Das könnt ihr vergessen. Ja, wer sagt's denn? Wir sind frei. Oh, seht mal, die Berge brechen von selbst auseinander. Ich werde nicht glauben, wenn ich mir nach dem Aufwachen diese Geschichte erzähle. Ah!
Kuckucksuhr! Rantanplan hat die verflixte Uhr! Rantanplan, gib mir die Kuckucksuhr! Sei ein braver Hund, Rantanplan! Na los, wo ist denn die kleine Uhr? Wow, wow, wow! Gucci, 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 Gu! Gucci, 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 Gu! Ach du dickes Ei, das hat uns gerade noch gefehlt! Name und Identität. Wir sind die Dortenbrüder. Ich sollte vielleicht doch nicht mehr so viel essen, bevor ich schlafen gehe. Schon komisch hier. Unmöglich, die Daltons sind bereits in unserer Datenbank. Das sind sie, die Daltons. Das sind nur drei, aber wir sind vier. Diese zwei konnten wir nicht auseinanderbringen. Die einzigen Gefangenen, die es nie geschafft haben, auszubrechen. Ha, ha, ha. Auf ewig mit Everett zusammengesperrt? Niemals! Wollen mal sehen, ist das die richtige Zeit? Ich sehe gar kein Gefängnis. Oh, sie fangen gerade an, es zu bauen. Wir haben's geschafft, wir sind frei! Frei! Bitte nicht! Oh, seht mal, das Gefängnis baut sich ja von ganz allein auf! Die Kuckucksuhr ist kaputt! Die Daltons sind verschwunden! Sind sie nicht? Sie ist wieder ganz! Los, verschwinden wir von hier! Na, das reicht jetzt aber! Das ist doch kein Spielzeug! Diese Kuckucksuhr ist ein mächtiges Ding! In den falschen Händen könnte es eine unvorstellbar gefährliche Situation bringen, also seid vorsichtig, bleibt gesichert! Was denn? Schon wieder eine Versammlung mit fabelhafter Falke? Worum geht's diesmal? Um die Reproduktion von Zwergbüffeln am Amazonas? Um Reinkarnation beim Stamm der gebrochenen Flügel. Reinkarner was? Reinkarnation, Joe. Das ist, wenn du stirbst und dann jemand anderes wirst. Wie eine Blume, ein Adler oder ein Stein. Rantanplan könnte in seinem Vorleben zum Beispiel ein Wurm gewesen sein oder ein Maulwurf oder sowas. Jetzt verstehe ich. Deswegen grab ich so gern. Ich bin Maulwurf. Das bringt mich auf eine Idee. Wir sterben, werden als Steine wiedergeboren, verschwinden von hier, dann reinkarnieren wir uns in uns selbst und zack, schon sind wir frei. Na? Die Suppe ist fertig. Toll, es gibt Suppe! Na, ist das eine steinstarke Idee? Naja, ich hab keine guten Ideen mehr. Wie furchtbar. 34 fehlgeschlagene Fluchtversuche in einer Woche, das ist der absolute Rekord. Auf die Krankenstation. Schwesterntitel, wie genial. Denkt ihr auch, was ich denke? Und Leute, habe ich was verpasst? Jungs, wo seid ihr? Hänschen, piep einmal. Joe, Jack, William, sie sind ohne mich wiedergeboren. Hier ist alles, wie es sein soll. Perfekt. Los, direkt zum Ausgang! Und was ist mit Emerald? Den holen wir uns später! Keine Sorge, meine Brüder, ich bring euch von hier weg! Hey, was ist los? Dringender Krankentransport, hohe Ansteckungsgefahr! Oh, dann macht, dass ihr wegkommt! Gehen wir! Also, du bist Joe, du bist Jack. Und du bist William. Ha,
Hast du wieder künstlerische Heimarbeit gemacht? Puh, das sind meine Brüder. Oh, dem geht's nicht sehr gut. Wir müssen die Patienten von hier wegbringen. Mach das Tor auf. Zu Fuß? Ein Krankenwagen erwartet uns draußen und bringt uns weg. Wir warten draußen. Ihr müsst doch nicht draußen in der heißen Sonne warten. Ich sag euch, wenn er ankommt. Macht euch inzwischen hier drin gemütlich. Alles nochmal von vorne. Wenn ihr ausbrechen wollt, dann ist deine Suppe. Oh, ich habe einen neuen Fluchtplan. Klappe, Averill. So, es wird geschlafen. Ah, ja, ja, wir brechen später aus. So sind wir wenigstens ungestört. Na los, auf geht's. Du wirst sehen, Joe, ich mache alles, was du gesagt hast. Wir brechen aus und dann bohren wir wieder. Nein, wir werden geboren. Wir werden wiedergeboren, ja. Wir sind weit genug. Ab geht's nach oben. Oh, zu kurz. Hey, ein Kollege. Hey, was ist passiert? Er hält die Steine für seine Brüder. Ich verstehe. Oh, ich hätte den ersten Abzweig links nehmen sollen. Averill, mein lieber Averill, ich habe eine hübsche, komfortable Zelle für dich, in der du dich nicht verletzen kannst. Vielleicht sind da ja richtige Fenster ohne Gitterstäbe drin, Joe. Dann wird es ganz leicht auszubrechen. Wo ist denn das Fenster? Armer Averill. Er braucht ärztliche Hilfe. Hallo, Schwester. Wir haben einen Fall für Sie. Ganz vorsichtig. Er könnte gefährlich sein. Hä? Averill, wenn er uns erkennt, könnte er unseren schönen Plan verpfuschen. Treten Sie doch ruhig ein. Hallo, tut dir dein Kopf weh? Wer sind Sie denn? Die netten Damen werden sich um dich kümmern, Averill. Das muss wohl eine neue Technik sein. Gehen Sie ruhig, wir machen jetzt alleine hier weiter. Nicht sofort rauslassen, wird Joe der Krankenschwester wehtun. Mhm. Ganz ruhig, Averill. Was für ein Schwachkopf. Keine hastigen Bewegungen, nicht, dass Sie ihn erschrecken. Oh. Warte, Averill! Vergiss deine Geißel nicht! Ich glaube, das ist wohl das erste Mal, dass Geiseln ihren Kidnapper jagen. Averill, wir sind's! Joe, William und Jack! Ihr seid Geister! Ich glaube, er hat uns erkannt. Verschwindet, ihr gemeinen Geister! Alles okay, Joe? Hast du dir wehgetan? Die Daltons? Ha, ich wusste doch, das sind keine Krankenschwestern. Los, gehen wir zurück. Uff. Ja, was ist denn los? Ich versuche nur zu sehen wie ein Maulwurf. Hans Jodle, willkommen im neuen Zuhause. Nicht zu lange, hoffe ich mal. Ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Leistung. Bekomme ich ein Autogramm? Wer ist dieser Bursche? Hans Jodle, ein österreichischer Bergsteiger. Ein Bergsteiger? Hey, das gefällt mir. Hallo, Neuling.
Ich höre eine Stimme, aber es ist niemand zu sehen. Ist da irgendjemand? Hier unten. Jodelahü! Hey ho, du da unten im Tal! Ich kann dich sehen, du Depp! Ist ja gut, sehr witzig. Es heißt, du bist die Wand zur Bundesbank ganz allein hochgeklettert? An der Nordwand. Ich liebe Herausforderungen. Hör zu, ich habe da einen Vorschlag für dich. Hier drin ist es ziemlich langweilig und ich glaube, ich habe die passende Idee für dich. Was, Kletterunterricht? Hier in der Wüste? Es wäre eine Schande, wenn wir die Anwesenheit von Mr. Jodle nicht nutzen würden. Konzentration, Flexibilität, Teamgeist. Eine schöne Sache für die Moral der Gefangenen. Hoppa! Und hoppa! Eine gute Sache, um die Reputation meines Gefängnisses aufzupolieren mit einem Star wie dir. Da werden die in Washington aber Augen machen. Eine gute Werbung für mich. Was ist denn das? Ah, ich weiß schon. Neuer Laternenpfahl. Und dieses Ding, wie funktioniert das? Wir benutzen so eine Wand, um Bergsteigen zu üben. Kleine Demonstration gefällig. Na, wie wär's, hm? Ich glaube, ich habe noch was zu tun. Ich bin bereit. Jodelei. Was denn? Ist da was an meiner Nase? Sehr schön. Fangen wir an. Ich zeig's Ihnen. Hoppa, 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 hoppa. Und hoppa, hier entlang hangeln. Und hopp, und hoppla, ist ein Kinderspiel. Ihr seid dran. Verzeihung, so geht das nicht. Rechts hat Vorfahrt, klar. Und noch von meiner Nase. Nein, das ist meine. Das tut weh. Nee. Ich hänge fest, helf mir! Och, deine Größe steht dir beim Klettern im Weg. Kein Wort über meine Größe! Brauchst du Hilfe, Joe? Nein, ich brauch nur eine Pause! Auweia, ist das hoch! Nicht nach unten sehen! Konzentrier dich auf einen Fixpunkt! Ja, auf einen Fixpunkt, Alles klar, ja, ich hab einen Pixfunk gefunden. Aua. Jetzt die nächste Kletterlektion. Wie kommt man am schnellsten nach unten? Hopp, 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 hopp. Ein Fixpunkt. Mein Finger ist der Fixpunkt. Hey, hopp! Ich hasse Sport. Der Eispickel des Bergsteigers bester Freund. Und hopp, 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 hopp. Ein Berg bleibt normalerweise an seinem Platz. Womit haben wir das verdient? Das gehört alles zu meinem Plan, ihr werdet schon sehen. Doch, deine Pläne machen mir immer Kopfschmerzen. Klappe, Avery! Heute Nacht brechen wir aus. Ein Fixpunkt, ich brauche einen Fixpunkt, ich brauche schnell einen Fixpunkt. Dein Fixpunkt ist in deiner Hand. Alles klar, ja, so gefällt mir das schon besser. Hey, ein Kletterspiel, das muss Spaß machen. Was machst du denn hier? Ich breche aus, genau wie ihr. Moment mal, das ist eine Privatangelegenheit. Das ist wie eine Zahnbürste, die teilt man nicht. Wie machen die denn das? Also wenn die das können, dann kann ich das auch. Ups, hoppla, Entschuldigung.
Von wegen! Tut mir leid, meine Herren. Aber gemeinsam mit euch hätte ich keine Chance. Danke für deine große Hilfe, Joe. Ich schicke dir eine Postkarte aus Mexiko. Jodl! Hoppe, hoppe, hoppe! Und ab dafür, das war ein Kinderspiel. Ach, so ein Betrüger! Was ist aus der Solidarität unter Gangstern geworden? Die unteren Greifstöcke hat er auch abgemacht. Wir können nicht mehr runter. Jodl! 10-1, dass der Kleine als Erster runterfällt. Abgemacht! Ach, übrigens, Joe, dein Freund Hans wurde im Rio Bravo geschnappt. Er konnte nicht schwimmen. Amateur. Hans Jodle, willkommen im neuen Zuhause. Nicht zu lange, hoffe ich mal. Ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Leistung. Bekomme ich ein Autogramm? Wer ist dieser Bursche? Hans Jodl, ein österreichischer Bergsteiger. Ein Bergsteiger? Hey, das gefällt mir. Hallo, Neuling. Ich höre eine Stimme, aber es ist niemand zu sehen. Ist da irgendjemand? Hier unten. Jodla, hey ho, du da unten im Tal. Ich kann dich sehen, du Depp. Ist ja gut, sehr witzig. Es heißt, du bist die Wand zur Bundesbank ganz allein hochgeklettert? An der Nordwand. Ich liebe Herausforderungen. Hör zu, ich hab da einen Vorschlag für dich. Hier drin ist es ziemlich langweilig und ich glaube, ich hab die passende Idee für dich. Was, Kletterunterricht? Hier in der Wüste? Es wäre eine Schande, wenn wir die Anwesenheit von Mr. Jodle nicht nutzen würden. Konzentration, Flexibilität, Teamgeist. Eine schöne Sache für die Moral der Gefangenen. Hoppa! Und hoppa! Eine gute Sache, um die Reputation meines Gefängnisses aufzupolieren mit einem Star wie dir. Da werden die in Washington aber Augen machen. Eine gute Werbung für mich. Was ist denn das? Ah, ich weiß schon. Neuer Laternenpfahl. Hm? Und dieses Ding, wie funktioniert das? Wir benutzen so eine Wand, um Bergsteigen zu üben. Kleine Demonstration gefällig. Na, wie wär's, hm? Ich glaube, ich habe noch was zu tun. Ich bin bereit. Was denn? Ist da was an meiner Nase? Sehr schön, fangen wir an. Ich zeig's Ihnen. Hoppa, 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 hoppa. Und hoppa, hier entlang hangeln. Und hopp, und hoppla, ist ein Kinderspiel. Ihr seid dran. Verzeihung, so geht das nicht. Rechts hat Vorfahrt, klar. Und noch von meiner Nase. Nein, das ist meine. Das tut weh. Ich hänge fest, helf mir! Ach, deine Größe steht dir beim Klettern im Weg. Kein Wort über meine Größe! Brauchst du Hilfe, Joe? Nein, ich brauch nur eine Pause! Oh, weia, ist das hoch! Nicht nach unten sehen! Konzentrier dich auf einen Fixpunkt! Ja, auf einen Fixpunkt, Alles klar, ja, ich hab einen Pixfunk gefunden. Aua. Jetzt die nächste Kletterlektion. Wie kommt man am schnellsten nach unten? Hopp, 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 hopp. Ich bin
doch kein Wolkenäugel. Ein Fixpunkt. Mein Finger ist der Fixpunkt. Hey, hopp! Ich hasse Sport. Der Eispickel des Bergsteigers bester Freund. Und hopp, 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 hopp. Ein Berg bleibt normalerweise an seinem Platz. Womit haben wir das verdient? Das gehört alles zu meinem Plan, ihr werdet schon sehen. Doch, deine Pläne machen mir immer Kopfschmerzen. Klapp, Avery! Heute Nacht brechen wir aus. Ein Fixpunkt, ich brauche einen Fixpunkt, ich brauche schnell einen Fixpunkt. Dein Fixpunkt ist in deiner Hand. Alles klar, ja, so gefällt mir das schon besser. Hey, ein Kletterspiel, das muss Spaß machen. Was machst du denn hier? Ich breche aus, genau wie ihr. Moment mal, das ist eine Privatangelegenheit. Das ist wie eine Zahnbürste, die teilt man nicht. Wie machen die denn das? Also wenn die das können, dann kann ich das auch. Ups, hoppla, Entschuldigung. Von wegen. Tut mir leid, meine Herren. Aber gemeinsam mit euch hätte ich keine Chance. Danke für deine große Hilfe, Joe. Ich schicke dir eine Postkarte aus Mexiko. Jodla! Hoppe, hoppe, hoppe! Und ab dafür, das waren Kinderspiele. Ach, so ein Betrüger! Was ist aus der Solidarität unter Gangstern geworden? Die unteren Greifstöcke hat er auch abgemacht. Wir können nicht mehr runter. Jodla! 10-1, dass der Kleine als Erster runterfällt. Abgemacht. Ach übrigens, Joe, dein Freund Hans wurde im Rio Bravo geschnappt. Er konnte nicht schwimmen. Amateur. Da. Naja, das liegt am Transport. Das Boot ist zu spät angekommen. Können wir denn hier nicht selber Brot backen? Wir haben Weizen. Wir könnten uns selber eine Mühle bauen. Es wird Zeit zu backen. Wir haben eine Menge vorzubereiten. Hey, Pete, such dir Freiwillige zum Brotbacken. Du meinst wohl Freiwillige für eine Flucht, was? Überhaupt nicht. Es ist nur so, dass wir übers Brotbacken Bescheid wissen. Wunderbare Idee. Rehabilitation durch Arbeit, das gefällt mir. Hey! Pass doppelt auf sie auf. Selbstverständlich. Wir werden arbeiten? Aber das haben wir doch noch nie gemacht, Joe. Nein, du Idiot, das ist ein Plan. Kann mir mal jemand helfen? Ein Riese. Das ist Godzilla. Attacke! Wie ist dein Plan, Joe? Seht ihr die Räder der Kutsche? Die bauen wir um. Der Westwind treibt die Mühle an und wir machen uns aus dem Staub. Wow, das nenne ich einen Plan. Hey, seht mal, ich bin in Schnee gefallen. Hey, Müller, schläfst du? Glaubst du etwa, das Mehl backt sich von allein, hä? Hey, komm zurück! Frisch ans Werk! Wir haben es geschafft, Jungs! Endlich! Endlich sind wir frei! Die Daltons haben uns ausgetrickst! Das sehe ich selber, du Neandertaler! Hinterher!
Es funktioniert! Ich bin genial! Und machen wir jetzt kein Brot mehr? Das soll doch wohl ein Witz sein! Die kriegen uns nie im Leben! Dämlich wie ein Dolken. Das ist schon fast eine Redewendung. Ein Jäger muss leise sein wie eine Raupe. Ja! Ich glaube, die Raupe muss das Kriegsbein ausgraben. Nicht in das Kakteenfeld! Dreh um! Geht nicht, wir sind zu schnell! Bleichgesichter fahren wie verrückt auf die riesengroße Schlucht zu. Die Indianer haben aufgegeben. Hey, was ist euch lieber, von den Indianern skalpiert zu werden oder in den großen Canyon zu stürzen? Der Zauber von Manitou. Es fliegt. Das ist nicht Godzilla, das ist Astro-Man. Joe, ich kann nicht mehr. Ich hab Godzilla-Man besiegt. Handkanplan! Was machst du denn hier? Ja, du bist ein guter Hund. Alle auf die Flügel! Und laufen! Ich glaube, ich möchte lieber doch nicht arbeiten. Ein Engel! Ihr Dorten seid wirklich unser Brot und Butter. Dorten Brot und Wasser.